werden beschossen! Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Kriegt er erstmal einen Orbitalschlag ab. Und dann gehen wir hier in den Nahkampf. So, Land Raider, das wird jetzt nicht gehen, weil wir nicht die nötige Bevölkerung haben. Aber das kommt dann noch. Ja, ausgezeichnet. Hat das Prinzip verstanden. So. Ja, hier kommt uns jetzt wieder die Verteidigung zugute. Sollten wir mit dem blauen Auge davon kommen. Soll mein Bruder sein. Euer weiser Rat zeugt von Größe. Immer aufmerksam. Euer weiser Rat zeugt von Größe. So, die schlachten sich hier durch. Ihr werdet es schon kennen und lieben. Ja. Erwarte Befehle. Wir erwarten Ihre Befehle. Oh, habe ich die nicht nummeriert? Tatsächlich nicht. Sehr ärgerlich. Ja, da sind sie schon wieder. Das ist echt der Hammer. Hat er keine ruhige Minute. Ja. Angriff! Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Was soll ich tun? Der Glaube ist. Also ich halte die jetzt mal ein bisschen zusammen, damit wir hier ein bisschen Heilung auf die Jungs bekommen. Apothekarius bereit. Doch nicht schon viel jetzt. Bin mal gespannt, ob die sich da durchsetzen können. Schwer zu sagen, ob es klappt. So, Apothekarius habe ich gehört. Machen wir auf die Fernkampf-Jungs. Ja, und der steht eigentlich auch nur hier rum wegen der Heilung. Vor allem vom Oberkommandierenden, der hat nicht mehr die beste Gesundheit im Moment. Und die Upgrades, die brauchen wir eigentlich alle nicht. Forschen wir halt, weil wir es können. Jawohl, eure Herrlichkeit. Und immerhin die beste Begründung, irgendwas zu tun. So, die sind schon ganz gut aufgestellt mittlerweile. Das heißt, wir können damit beginnen, sie zu verladen. Dann machen wir einen schönen Sturmangriff. In das Herz des Gegners auf Space Marine Art. Die Elite-Krieger des Imperators stehen bereit. Beim Imperator, so soll es sein. Verstanden. Jawohl, eure Herrlichkeit. In angemessener Eile. Das läuft, ja. Das läuft auch. Schauen, ob das mit dem Land Raider noch wird. Ich kaufe die anderen Upgrades einfach mal auf, damit ich meine geistige Ruhe habe hier, aber ansonsten wirklich brauchen tun wir sie eigentlich nicht so. Ja, die Banner sind alle weg. Den Bürgerkrieg haben wir selbst verhindert, indem wir direkt alles umgebracht haben. Die Elite-Krieger des Imperators stehen bereit. Führt uns zum Feind. Den Outpost, der ist schon hochgetaggt. Der Glaube ist nur rein, wenn er nicht hinterfährt. Stehe unter schwerem Beschuss! Immer aufmerksam! Zu Sieg und Ruhm! Natürlich ärgerlich, dass die jetzt gerade da runterspringen müssen. Endlich wieder zurück im Kampf. Euer weiser Rat zeugt von Größe. Aber gut. Gesegnet sei der Verstand, der keinen Zweifel kennt. Ich weiß nicht, ob das Teil das gewinnen kann. Das werden wir dann sehen. Die Schnellmex. So, und da haben wir unseren Land Raider. Unseren Reliquienpanzer. Und ja, wir werden jetzt einfach mal den fetten Deep Strike ausführen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Das werden wir dann im Anschluss sehen. Hier ist irgendwie nämlich auch schon ein bisschen Bürgerkrieg im Gange, wenn wir uns das mal anschauen. Die
Da auch noch da oben. Ja, irgendwie blockieren die sich hier gegenseitig. Wieder ein gutes Beispiel für reliktische Wegfindung oder deren Nicht-Existenz. Ach, der Outpost hat sich da sogar durchgesetzt. Das ist auf jeden Fall mal sehr günstig. Ja, ja. Bauroutine 7. Oh, das mit dem Strike hat ganz gut funktioniert. Oh, das ist schlecht. Verehrt den unsterblichen Imperator. Schlecht, schlecht, schlecht. Zu viel Masse. Ah, ich überlasse den Rest mal den Cyborgs. Und helfe hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, mein Sprungmarine. Den retten wir mal. Soll ja am Leben bleiben, der Gute. So, das ist ausgebaut. Hier glaube ich noch nicht genau. Und hier auch noch nicht. Es ist besser für den Imperator zu sterben als für sich selbst. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das ist, wenn ich das Laserkunden-Upgrade kaufe, ob es dann die Nahkampfkapazität einschränkt. Befürchte es fast. Was ist Ihr Begehr? Das ist ein bisschen der Grund, warum ich darauf bisher immer eher verzichtet habe. Ach man, jetzt machen die das wieder kaputt. Orks sind einfach Trolle. Okay, ja, da bereiten wir noch was zum Sturmlanden vor. Und zwar ein bisschen Gebäudezerstörungskapazität. Das ist so geil, dass das Ding keinen Schaden macht. Ja, ich werde gehorchen. Epic. Wir sind vereint unter seinem Bann. Ja, Freunde, ihr seid aber noch nicht fertig, weil hier ist ja noch was, was wir kaputt machen können. Wie sehe ich das? Alles töten bitte, nicht nur ein Teil. Einer muss ja den Bürgerkrieg beenden. Space Marines einsatzbereit. Wir erwarten Ihre Befehle. Wie Ihr Verlag. Space Marines, genau. Was war der Plan? Wir bauen einen 3 Trupps, nicht einen, mit einem Haufen Raketenwerfern. Und setzen die dann ein, um die Gebäude zu zerstören. Auch die werden wir dann aus dem Orbit abschmeißen. Das hat er überlebt, diese ganzen Laserkanonentreffer, ja. Gut, alles klar. Und einmal bitte, jawoll. So, wenn die fertig sind, dann schlüpfen wir sie ins Orbitalrelais und dann haben wir ein bisschen Spaß hier. Ja, und das können die Cyborgs euch mal alles platt machen hier. Benutzt eure Wurmen, ihr Maden! Oh. Schnell weg, vorsichtig und tragt eine große Waffe. Der Fußstampfer, das Banner vernichten. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Diese Mistviecher sind ohnehin schon relativ außer Kontrolle gerade irgendwie. Okay, die räumen da oben auf, das passt. Ja. Das ist halt so ziemlich das Gute, was es gibt, dieser Ratto-Pfand. Geringfügig stark. Den Imperator.
Angriff. Zu Befehl. Beim Imperator, so soll es sein. Wir stehen zur Verfügung. So. Aber alles erfolgreich getötet, das ist gut. Jawohl, eure Herrlichkeit. Dann repariert doch bitte erstmal den Landtrader und danach könnt ihr euch immer noch rausgehen. So, noch das hätten wir wohl alles getötet, wie es aussieht. Was sehr positiv ist. Muss man natürlich nicht machen, wie gesagt, man kann diese ganzen Bürgerkriegsgeschichte auch da ziehen lassen und sich auf die Hauptfestung konzentrieren. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Nicht die schlechteste. Aber da habe ich mich jetzt halt auch mal bewusst dagegen entschieden. Bringt mich zur Schlacht. Ich vernichte jene, die sich mir entgegenstellen. Wir stehen zur Verfügung. So, mal sehen, was da noch ist. Müssen alle sterben. Ich unterschied. Da hat er nicht ganz unrecht, der Kollege Ortsfüßer. Werde getroffen! Es ist lustig, dass hier immer noch mal wieder so versprengte Orks rumlaufen. Ich bin bereit. Stehe unter schwerem Beschuss. Das hatten wir die schon eingeladen? Hatten wir nicht, dann machen wir das noch. Wisst ihr, wusste ich doch, was hier noch was ist. Und er räumt ganz gut auf, wie man jetzt sehr schön erkennen kann. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Euer weiser Rat zeugt von Größe. Wieder so ein Scheißvieh, ich hasse die Teile, das ist so nervig. Das ist doch mal ein Kampf. Schnappt sie euch! Yo, schnappt sie, haut sie weg, sie. Wie sieht's mit dem Orbitalangriff aus? So, ganz spontan hätte ich da Bock drauf. Komm, komm, komm. Und los geht's. Fuck. Nicht aufgepasst. Das sieht schlecht aus. Jo, dann stampft mal. Bin ich sehr dafür, dass er das macht. Wir werden vielleicht hier mal einen vorgelagerten Maschinenkult hinstellen. Dass unsere Cyborgs nicht immer so weit laufen müssen. Ist ja auch ärgerlich sonst. Oh, was hier alles ankommt. Ist das zu glauben? Ja, ich traue mich jetzt noch nicht so ganz, die Space Marines abzuwerfen, weil ich ein bisschen Bedenken habe, dass ich das alles gemicrobed bekomme. So, oh, der hat schon eifrig geschossen. Die Cyborgs sind echt eine Bank, die sind so unglaublich stark, das ist richtig cool. Ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Ich werde euch vernichten. Ja, wir suchen den Feind. Könnte ich auch hier anhängen. Was irgendwie auch ganz lustig ist. Wie viele Leute passen da eigentlich rein? Na, nicht so viele. Ist aber auch richtig so, sage ich mal. Komm, ausladen.
Oh, so, das 5 Jahre. Upgrades noch irgendwelche? Nee, eben nicht. Aber es sorgt immer wieder dafür, dass die Panzer wegkommen. Marines, da ist das feindliche Lager! Angriff! Wir Menschen zum Rumliegen! Los, Jungs! Es wird Zeit, dass du deinem miesen Schöpfer begegnest, Ork! Hab mich selbst gemacht, Mensch! Und ich will dich wegmachen! Ja, wird er wegmachen, ne? Bin mir ja noch nicht ganz sicher, ob ihm das gelingen wird. Im Moment sieht es ja doch eher etwas anders aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, dann setzen wir mal unsere Raketenwerfer-Jungs ab. Tun etwas für die allgemeine Vernichtung. Es ist gut, dass ihr auf Infanterie schießt. Oh, jetzt geht das mit dem Gebäude zerstören natürlich richtig voran. Und so soll es auch sein. Gibt's hier ein Rucklager hier hinten, glaube ich. Werden wir das schon mal orbital bombardieren. Es kommen noch ein paar einzelne von hinten an, aber das stört eigentlich auch niemanden mehr. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Bauroutine 721 eingeleitet. Ja, Euer Herr. So, sieht ganz gut aus. Das ist jetzt nur noch A-Move für Rear Base. Und da sollten wir auch gewonnen haben. Habt ihr mich nicht? Habt noch eine Überraschung für euch. Hey, Boss! Auf uns wird geschossen! Ist nicht der Meister des Offensichtlichen. Explosionskram. Orks sind schon cool. Die Bombe, du Made! Die Bombe! Ja, da springt er noch mal alles. Aua. Immer Tunnels graben und bereit sein. Du bist echt schlau, Boss. Klappe, du Made. Ich muss mit 9 Uhr anfangen. Und jetzt lass den Gork von diesem Planeten verschwinden. Na, da setzt er sich ab, der Feigling. Hatten die mit ihrer Rebellion gar nicht mal so unrecht und schnitten die Blood Ravens mit chirurgischer Präzision ins Herz der Ork-Horde von Kronos. Die abgehärteten Space Marines, die zur grünen Küste geschickt wurden, begegneten der grünen Flut mit Wellen aus Bolterfeuer und dem Glauben von wahren Soldaten des Imperiums. Die Sümpfe wurden rot vor lauter Orkblut, als Lager um Lager unter den Aktionen der Blood Ravens fiel. Dass Warboss Gorguts von Kronos flüchten konnte, lastete schwer auf Captain Thule. Er vermutete, zu Recht, wie sich herausstellte, dass der Ork eines Tages zurückkehren würde, um das Imperium wieder zu plagen. Um sicherzugehen, dass kein anderer Ork überlebte, befahl Thule eine massive verbrannte Erde-Kampagne, bei der Hunderttausende von Quadratkilometern des Dschungels verbrannt wurden, um die Orks ein für allemal auszulöschen. Ja, und hier sieht man auch, dass der Hintergrund von Dawn of War Dark Crusade schon etwas älter ist, denn Orkblut ist tatsächlich nicht rot, sondern grün, weil die Orks eine Lebensform sind, die in einer symbiotischen Art und Weise mit Algen zu tun haben. Ja, aber das nur mal so am Rande. Der Warboss ist gefallen, in dem Fall eher abgehauen. Und wir bekommen einen weiteren Ausrüstungsgegenstand für 3 besiegte Feinde. Oh, ich weiß auch gar nicht mehr, was da so letzte oder so in der Diskussion stand.
Das sind so grob über den Daumen 400 Gesundheit und hier hat auch schon deutlich mehr. Das ist halt die Frage, mehr Gesundheit, brauchen wir die wirklich? Zuletzt ist er ja nicht wirklich umgekommen, der Gute. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal auf Fernkampf. Machen wir das? Na komm, wir machen die Gesundheitsschiene erst voll. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So, und damit hätten wir das hier auch erledigt. Nächster Schritt wäre dann die Angmar-Wüste. Ist lustig, wie ja alle möglichen Sachen Herr der Ringe-Bezug haben irgendwie. Ja, da werden wir uns dann den Cybot für die Ehrengarde holen. Und hier vielleicht noch den Hellfire-Cybot. Die Sturmbasis wäre auch eine Möglichkeit. Und ja, dann wäre sicherlich schon die nächste Hauptbasis dran, die Tauro. Und irgendwann darauf folgen die Necrons. Mal schauen, wie es mit Verlusten aussieht. Der Skriptor ist gefallen, da kann ich mich sogar noch dunkel dran erinnern. Den kaufen wir gerade nach und ja, machen an der Stelle erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ciao, ciao.